Hebel. Wir sind im grünen Bereich. Jetzt nicht nachlassen. Ja! Immer so weiter. Endlich! Oh, Gott sei Dank. Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe euch jetzt vermutlich alles andere rausgeschnitten. Das hat ewig gedauert. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Das sind die Letzten. Damit ist der Weg in die Stadt frei. Saubere Luft, der weite Himmel. Und Timmy ist schon vorgelaufen, um ein paar Pralinen als Begrüßungsgeschenk zu organisieren. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Oh. Die Tafeln sehen verdammt gut aus. Wie habt ihr das so schnell geschafft? Wir haben alle zusammengearbeitet und wir hatten den Konstruktor. 50 Tafeln in der Stunde anstatt 4 pro Tag. 50 Tafeln? Weißt du, was das heißt? Trotz der schlechten Preise lohnt sich das Tafelgeschäft wieder, dank der niedrigen Produktionskosten. Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht eine kleine Fabrik vor den Toren der Stadt eröffnen. Du stellst das Kapital und wir bringen die Technik mit. Und einen Fabrikleiter hättest du auch schon. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ihr bleibt, wo ihr seid und produziert mir noch ein paar hundert von diesen Babys. Was? Aber das war nicht abgemacht. Ich habe den anderen versprochen, sie herauszuholen. Du solltest nie etwas versprechen, das du nicht halten kannst. Ihr habt eine Woche Zeit. Besser, ihr haltet euch ran. Sonst könnt ihr mir rausrutschen, dass ihr da unten einen gesuchten Verbrecher versteckt. Jorge! Was zur Hölle, Jorge? Was? So, jetzt nochmal, Leute, dieses Rätsel. Ja, ich habe hier einen Zettel, der von beiden Seiten komplett beschrieben ist. Ich habe mir das alles immer aufgeschrieben. Eventuell blende ich jetzt mal ein Bild ein, wenn ich das nicht vergesse. Oh Gott, dieses Rätsel war ja wohl schrecklich. Aber okay, wir haben es geschafft. Vielleicht wäre es besser gewesen, den Konstruktor erst zu erwähnen, wenn wir alle oben gewesen wären. Er hat mir sein Wort gegeben. Wie kann jemand, der so reich und so erfolgreich ist, unehrlich sein? Leute werden seltsam, wenn es um Gold geht. Wie soll es weitergehen? Sollen wir den Rest unseres Lebens im Müll leben und Dinge für Jorge zusammenbauen, damit er sich ein schönes Leben machen kann? Es tut mir leid, Gulliver. Ich dachte wirklich, er holt uns hier raus. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Nur weiß ich gerade selber nicht, wie es weitergehen soll. Hm. Oh, Timmy. Ivo! Prinzessin Ivo ist in der Stadt. Was? Oh Gott, der Ladebildschirm sieht vielversprechend aus. Da wurde ja in der Stadt... Ach nö, doch alles normal. Was bist du denn für eine? Besser, du verschwindest gleich wieder. Ich bin eine Elfe und will wissen, was hier los ist. Zu fett für eine Elfe. Was? Na, hören Sie mal, ich bin... Jetzt sieht man's auch, ne? Wenn du keine Erlaubnis hast, darfst du dich nicht in der Oberstadt aufhalten. Ach, Jorge, sei ruhig. Steig auf dein Ding und verschwinde.
Oh, ich freue mich voll, dass wir wieder mit Ivo spielen. Ich bin nicht fett, ich bin schwanger. Ich bin Ivodora, die Prinzessin des Waldlandreichs. Und ich bin nicht fett. Aha. Anscheinend verlaufen Elfenschwangerschaften außerhalb des Waldlandreichs etwas anders. Werdet ihr zu Hause nicht fett? Elfen sind eigentlich viele Jahre lang schwanger, aber in der Welt hier draußen werden aus Jahren Tage. Sei doch froh, dann hast du es bald hinter dir. Ich will gar nicht, also, oh Mann. Oh Mann, bringt mich zum Erzmagier Alistair. Bringt mich zum Erzmagier, sofort. Der Erzmagier ist tot, ermordet von diesem Wetterwurz. Das ist doch Blödsinn. Das ist die offizielle Version. Die einzige, die man in dieser Stadt äußern sollte. Wetterwurz wird gesucht. Er und die anderen Terroristen sind in den Untergrund geflohen. Wer hat jetzt das Sagen in der Stadt? Wenn Alistair gerade verhindert ist, wer hat das Sagen in der Stadt? Ratsvorsitzende von Buren. Dann bring mich zu ihr. Ha! Du willst nicht in der Nähe dieser Frau sein. Und erst recht nicht in der Nähe ihrer Tochter, glaub mir. Die Tochter wird doch bestimmt voll hier auf unseren Hippo abfahren, ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Wilbur Wetterquarz? Der kleine Wilbur soll ein Terrorist sein? Was hat das mit der Größe zu tun? Dieser verfluchte König der Diebe ist ein Terrorist. Bildet mit seinen Ratten das Herz des Untergrunds. Wo verstecken Sie sich? Hab ich doch gesagt. Im Untergrund. Es gibt hunderte Zugänge dort hinunter, wenn man eine Ratte ist. Van Buren lässt gerade jedes Rattenloch versperren, das sie finden kann. Und wenn man keine Ratte ist? Da kenne ich nur einen Eingang. Groß genug für einen erwachsenen Mann. Das heißt, vielleicht sogar für dich. Hey, was soll das denn heißen? Wo befindet sich der Zugang? Dieser große Zugang zum Untergrund, wo befindet er sich? Willst du etwa mit den Terroristen gemeinsame Sache machen? Vielleicht will ich sie ja verhaften. Van Buren ist nicht auf Verhaftungen aus. Sie will Wetterwurz und den König der Diebe aus dem Weg haben. Die beiden bedeuten Ärger. Haben sie schon immer. Ich hab nichts gegen deinen Freund. Aber die kleine französische Ratte mit dem spanischen Akzent würde ich liebend gerne ans Messer liefern. Wo ist der Eingang? Von mir erfährst du nichts, Elfe. Und damit tue ich dir einen Gefallen. Och, Jorge. Ich werde schon herausfinden, was ich wissen muss. Du solltest nicht hier sein. Du solltest deinen Stolz nehmen und hier verschwinden. Du musst jetzt für zwei denken. Vergiss das nicht. Ich, Wiedersehen. Ja, tschüsschen. Komm, Butterblume. Was? Unten erfahren wir vielleicht mehr. Butterblume? Oh mein Gott. Aber ich find's echt toll, dass wir wieder mit Ivo spielen. Ich hab's geahnt. Alter, was? Nein, das geht doch nicht. Was zum Teufel? Was hat die Chantal hier getan? Puppen, Stofftiere. Da hinten sind Hundewelpen, rosa Kleidchen. Und da Gemälde von jungen Minnesängern. Ein bemerkenswertes Sortiment. Die Gesichter hier von den Blumen, das ist ja unglaublich. Oh Mann. Zuckerwatte, Eiscreme, Schokolade, Bonbons. Vielleicht stecken Zahnärzte hinter der ganzen Sache. Ja, ganz bestimmt. Oh Gott, schaue die Straße hinab, da sieht's nicht besser aus. Keine Menschenseele zu sehen. Entweder verstecken sich alle in ihren Häusern oder die Stadt ist zur Geisterstadt geworden. Na, ich bin mal gespannt, ob sich die Einwohner, die wenigen Einwohner hier auch verändert haben. Als Elfe fühle ich Hitze und Kälte weniger stark als die Menschen. Aha. Sonst wäre die Kleidung von uns Elfenfrauen ja auch extrem unpraktisch. Das stimmt allerdings. So, haben wir eigentlich irgendwas dabei? Nein. Als Elfe fühle ich sonst... Okay. So, hier haben wir sonst nichts mehr. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz die Blumen an. Oh mein Gott, ey. So, betrachte die Blumen, die so freundlich grinsen. Das ist ungewöhnlich. Wir haben so ziemlich jede bekannte Pflanzenart bei uns im Elfenhain.
Aber singende Blumen sind mir noch nicht untergekommen. Ach so, die singen? Grinsende Blumen? Das ist Magie, nicht Natur. Okay, schade, die singen jetzt leider nicht. Eventuell ist es ja dann in der fertigen Version so. Naja gut, reden wir mit dem Herrn Fuchs, dessen Namen ich vergessen habe. Leider, es tut mir leid. Hallo, ihr da. Wie heißt er noch gleich? Oh. Oh, hallo Süße. Hallo, Süßer. Oh, was willst du? Gesucht wegen Mordes am Erzmagier. Hat man diesen gefährlichen Terroristen immer noch nicht gefasst? Das ist doch alles Schwachsinn. Van Buren will die Ratten loswerden, weil sie Alistairs Leute sind. Sie nennt sie Terroristen. Deswegen können ihre Leute in allen Häusern herumschnüffeln. Sie wollen ja nur die Rattenlöcher schließen. Ganz nebenbei erfahren sie so natürlich, wer wo lebt und was sie von Van Buren halten. Ein riesiger Haufen Trolldung, sag ich dir. Hallo, Herr Fuchs. Oh Gott. Fuchs. Ach du Scheiße. Reden wir mal wieder zu viel? Oh Gott. Sie müssen Ratsvorsitzende Van Buren sein. Kluges Kind. Ich wollte Sie fragen, ob... Was? Was soll denn der... Ach du Scheiße. Sie sollten mehr darauf achten, was Sie sagen, Herr Fuchs. Wegen der Kinder. Keine bösen Wörter. Komm, Spätzchen. Oh, Mami, guck, den hab ich gemacht. Ist der nicht niedlich? Ja, das hast du fein gemacht. Der alte Jenkins wird seine Lektion auch gelernt haben. Ich will ihn haben. Nein. Nein. Nichts da. Butterblume ist mein Hippogreif. Tut mir leid, Kleine. Butterblume gehört mir. Die Elfe hat recht, Spätzchen. Der Hippogreif gehört uns nicht. Ich hab ihn gemacht, Mama. Er gehört mir. Aber Schätzchen... Was? Wo hat die denn gemacht? Mir! Mir! Oh, Chantal, heul leise. Na, natürlich. Dann nimm ihn nur mit. Nein! Sind die doof? Hm? What? Die blöde Ziege. Das darf doch nicht wahr sein. Na toll. Super. Und der Herr Fuchs sagt keine Schimpfwörter mehr. Ich habe die beiden nicht gesehen. Das war nicht deine Schuld. Das war meine Unaufmerksamkeit. Ach Gott. Die Tochter der Ratsvorsitzenden. Sie steckt hinter all diesen Verwandlungen, oder? Ich find's toll. Wie ist das möglich? Normalerweise verblassen Zauber schon nach kurzer Zeit. Woher hat sie diese Macht? Kannst du mir etwas zum Mord am Erzmagier sagen? Ich glaube... Gab es überhaupt einen Mord? Ich meine, ist er wirklich tot? Wilbo und die Ratten hätten ihm nie etwas angetan. Sie sind Sündenböcke. Angenommen, der Erzmagier lebt noch. Van Buren hätte ihn bei sich, oder? Ja, er nickt nur noch. Im Magierturm? Nein. In der Schule? Ja, okay. Also schön, dann ist das mein nächstes Ziel. Gut, gut. In Seefeld regiert die Angst. Van Buren ist doch bestimmt nicht mit legalen Mitteln an die Macht gekommen. Diese schönen Dinger um meinen Kopf verhindern, dass ich bestimmte Dinge sage. Ach, tatsächlich. Schimpfwörter und Flüche, meinst du? Ha, schön wär's ja. Nein. Sybil van Buren hat die Macht gerissen. Ohne das... dafür zu haben. Zensur, das ist es. Und weißt du, was das Schlimmste an Zensur ist? Ich verstehe. Okay, was willst du gegen diese Dinger unternehmen? Was willst du wegen der Dinger um deinen Kopf unternehmen? Was kann ich unternehmen? Ich bin Reporter, kein Magier. In dieser Stadt gibt es keine Magier mehr.
Van Buren hat sie alle... Magie ist ihr Schlüssel zur Macht. Sie glaubt, nur ein Magier könne sie jetzt noch aufhalten. Wie passend, dass der einfallsreichste Magier der Stadt im Untergrund hockt und wegen Mordes gesucht wird. Ich muss weiter. Halt durch. Solltet ihr euch in der Oberstadt umsehen wollen, dürfte das hier nützlich sein. Danke. Aha, ein Schlüssel? Leute, ganz ehrlich, dieses Spiel, ne? Das ist so durch. Das gibt's gar nicht. Oh mein Gott. So, ich glaube, wir haben uns alles angeschaut, ne? Das Plakat noch nicht. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair. Der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Der Gesuchte ist bewaffnet und gefährlich. Tch. Wilbur ist so einiges, aber bewaffnet und gefährlich? Bewaffnet und gefährlich ist hier nur die kleine, fiese Chantal. Die alte Zicke. So, hier sieht noch alles relativ normal aus. Der Marktstand eines Händlers. Könnte dem reizenden Gesellen oben auf der Mauer gehören. Was mir gerade einfällt, ich bin sehr gespannt, wie es in der Schule jetzt aussieht, weil da fingen sie ja an zu zaubern. Da wird auch alles rosa sein, vermutlich. Früher bin ich da mit Leichtigkeit hochgeklettert, aber momentan würde ich lieber für ein Stündchen die Füße hochlegen. Nein, Ivo, du lässt dich von dieser Sache nicht aus dem Konzept bringen. Okay, so, schauen wir uns mal den Müll an. Seefels. Ich habe nie verstanden, warum so viele Menschen auf so engem Raum leben wollen. Die ganze Stadt ähnelt einem Müllberg über einer Kloake. Trotzdem zog es nach dem Krieg jeden hierher. Seefels steht für Freiheit, die weite Welt, Erfolg. Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Also so ähnlich wie New York. Ich meine, Seefels ist ja auch als Klein-New York bekannt. Weiß man ja. Am Plumpsklo hängt ein erstaunlich großes Vorhängeschloss. Da gönnt jemand seinen Mitmenschen keine kostenlose Erleichterung. Was? Wo zur Hölle ist denn ein Vorhängeschloss? Ich sehe keins. So, Schlüssel für die Oberstadt. Oh, hier sieht's auch noch normal... Halt! Halt, stopp! Papiere, bitte! Hier sieht's auch normal aus. Brauchst meine Papiere nicht zu sehen. Du brauchst meine Papiere nicht zu sehen. Ich bin keiner der Terroristen, die du suchst. Du versuchst irgendeinen Elfenzauber, oder? Nee. Nein, ich bin nur keine Terroristin. Ich bin Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Oh, Prinzessin Ivo. Ich habe sie nicht gleich erkannt. Sie sehen so anders aus. Nun, ich sehe anders aus. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Sie früher schon so schlank waren, Herr... Schildträger. Stimmt. In der Tat. Seit damals ist einiges passiert. Sagen Sie, das Artefakt des Schicksals, es könnte mich doch zurückverwandeln, oder? Könnte es wohl. Das sah wirklich anders aus, nur oder? Weiß niemand, wo es versteckt ist. Mich eingeschlossen. Erzmagier Alistair hat unser beider Gedächtnis gelöscht, nachdem wir es versteckt hatten. Natürlich hat er das. Diese Zuckerbäckerwelt da unten, was hat es damit auf sich? Die ehrenwerte Ratsvorsitzende Van Buren räumt in der Stadt auf. Seefeld soll eine schöne und friedliche Stadt werden. Hier gelten Regeln. Und die Bewohner der Stadt haben dem zugestimmt? Nun, es gab keine Wahl in dem Sinne. Nach dem schrecklichen Mord am Erzmagier war die Ratsvorsitzende die einzige Kandidatin. Eine Wahl wäre da nur Vergeudung von Steuergeldern gewesen, nicht wahr? Ich habe mit der Ratsvorsitzenden Van Buren zu sprechen. Ich habe einen Termin mit Ratsvorsitzender Van Buren. Bring mich zu ihr. Sind Sie sicher? Ich meine, sie hat mir gar nichts... Bespricht die Ratsvorsitzende ihre Termine gewöhnlich mit ihrer Stadtwache? Das nicht. Ich bin in offizieller Mission hier. Meine Mutter, die Königin, schickt mich, um der Ratsvorsitzenden Van Buren unsere Aufwartung zu machen. Gibt es da ein Problem? Natürlich nicht, Eure Hoheit. Kommen Sie. Ach du Scheiße! Danke, das wäre alles. Aber... Ratsvorsitzende Van Buren? Was? Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, du.
Was bringst du die Elfe hier herein, Schildträger? Die Elfe ist Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Ich bin im offiziellen Auftrag meiner Mutter, der Königin, hier. Prinzessin Ivo? Welche Ehre! Wie kann ich euch behilflich sein? Alter Falter, was zur Hölle ist hier passiert? Das ist unglaublich. Das sieht ein bisschen aus wie SpongeBob, ne? Ich denke, das soll ja auch sein. Ja, wundervoll hier.